Die Feuerwehr Waiblingen wurde heute um 23.30 Uhr in den Ortsteil Hegnach alarmiert mit dem Stichwort Wohnungs- und Gebäudebrand in die Honager Straße. Ja, bereits beim Eintreffen der Feuerwehr vor Ort, hier wenige Minuten nach der Alarmierung, hat man einen fortentwickelten Brand im Obergeschoss und Dachgeschoss eines reinen Wohngebäudes vorgefunden. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten zum Glück alle Bewohner, darunter auch ein Säugling, das Gebäude rechtzeitig verlassen. Dadurch wurden diese Personen zunächst betreut und dann wurde anschließend ein massiver Löschangriff im Innenangriff und Außenangriff vorgenommen, mit dem Ziel auch der Brandausbreitung auf Nachbargebäude zu vermeiden. Es ist ein Gebäude, ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude, das über die Jahre umgebaut worden ist, im Endeffekt aber ein reines Wohngebäude für zwei Familien. Ja, wir sind hier im Ortskern von Hegnach, dadurch eine enge Bebauung. Auch die Witterung spielt eine Rolle mit, das Löschwasser gefriert auf der Einsatzstelle. Aber der Löschangriff konnte gezielt durchgeführt werden. Wir haben mit die Brandausbreitung mit einer massiven Riegelstellung auf andere Gebäude verhindern können, die Brandausbreitung. Und dadurch war das ja hier Bereich ein Erfolg. Also hier vor Ort haben wir die öffentlichen Hydrantensysteme, können die von der Landeswasserversorgung das Wasser entnehmen. Aufgrund der hohen Anzahl an Einsatzkräften, an Fahrzeugen, die wir hier vor Ort haben, müssen wir an verschiedenen Stellen das Rohrleitungssystem anzapfen, um genügend Wasser hier vor Ort zu haben. Ja, die Feuerwehr Waiblingen, unterstützt durch die Feuerwehr Fellbach und Weinstadt, sind insgesamt mit 114 Einsatzkräften vor Ort und mit 17 Fahrzeugen. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen. Es ist ein Kamerad von uns als Feuerwehr Waiblingen. Für uns natürlich als Feuerwehr macht es uns natürlich betroffen. Wir machen unsere Arbeit wie in jedem Fall, wo wir es natürlich sehr professionell, wir sind auf solche Situationen vorbereitet und geschult. Und wir versuchen bei jedem Einsatz natürlich den Brandschaden so gering wie möglich zu halten. Wir als Feuerwehr sind natürlich froh, dass allen Personen nichts passiert ist. Das ist das oberste Ziel und deswegen ist das soweit in Ordnung für uns so gut. Das muss man im Nachgang machen, aber nicht nur im Nachgang, das läuft auch parallel schon. Da ist die Feuerwehr, die Kameradschaft und Familie zusammen und wir kümmern uns um unsere Kameraden, das ist völlig selbstverständlich.